Später. Die Vortragenden sind Christian Vetter von Nokia und Dennis Luxen vom Karlsruher Institut für Technologie. Wir freuen uns auf eure Präsentation. Okay, hallo, ich bin Christian Vetter und das ist der Dennis. Und wir hatten letztes Jahr auf der FOSGIS die beiden Routing-Applikationen MONAV und OSRM vorgestellt und wollten euch mal dieses Jahr präsentieren, wie viel Arbeit so im letzten Jahr daran vonstatten gegangen ist. Ich fange einfach mal an, meinen Teil vorzustellen, das heißt über MONAV zu reden. Was ist MONAV eigentlich? MONAV ist hauptsächlich eine Navigationssoftware für mobile Geräte. Sie läuft zwar auf normalen Computern auch, aber hauptsächlich für mobile Geräte gedacht. Sie hat extrem schnelle Routenberechnungen, unter 200 Millisekunden auf den meisten mobilen Geräten. Wenn man eine Route durch ganz Europa berechnet, natürlich wesentlich weniger, wenn es nur innerhalb einer Stadt ist. Und inzwischen ist es auch als Routenplanungsdienst verfügbar, damit andere Software es relativ einfach benutzen kann. Nun, wie sah MONAV vor einem Jahr aus? MONAV vor einem Jahr war im Endeffekt aus einer Diplomarbeit entstanden. Es konnte schnelle Routenplanung, Adresssuche, hatte einen Renderer, der die Kacheln hatte, was natürlich für Offline-Daten relativ unbrauchbar ist. 4 GB Daten, die man für Deutschland speichern muss. Und das User-Interface, es war benutzbar. Ja, es war benutzbar, aber wie gut benutzbar ist so die Sache? Gut, über das letzte Jahr hinweg haben wir dann viele Verbesserungen an dem Programm vorgenommen. Als erstes das User-Interface angegangen, weil das Erste, was die Leute sehen, wenn sie so ein Programm sehen, ist nicht, das Routing ist schnell, nein, klick, klick, scheiß Software. Deswegen haben wir mal das Ganze ein bisschen modernisiert, ein bisschen einfacher zu bedienen gemacht, angepasst an die speziellen Anforderungen für Mobilgeräte. Man hat größere Buttons, weniger pro Bildschirm, man kann es leicht mit dem Finger bedienen, Funktionen sind einfach verfügbar. Große Arbeit hat da auch Christoph Eckert geleistet, der heute hier auch verfügbar ist. Gut, allerdings ein gutes User-Interface ist natürlich nicht alles. Wir haben uns auch um die Kartenverwaltung gekümmert. Die Originalsoftware konnte eine Karte verwalten, aber wie es so oft ist, reicht es ja nicht aus. Man hat nur Deutschland, man hat Frankreich. Nein, man will möglichst viele Kartendaten haben, wenn es geht sogar alles. Deswegen sollte die Kartendaten möglichst einfach auszuwählen sein. Und woran wir zurzeit arbeiten, ist ein automatischer Kartendownload vom OpenStreetMap-Server, dass man auf seinem Mobilgerät einfach sagt, ich hätte gerne die Karte von Frankreich, ich will mit dem Auto und zu Fuß routen und lade mir das mal runter. Des Weiteren haben wir und arbeiten wir daran, den Teilrenderer durch einen Vektorrenderer zu ersetzen. Man hat direkt auf dem Gerät, abhängig von der DPI-Zahl, eine perfekte Auflösung. Sieht alles schön aus, man hat weniger Daten und kann hoffentlich die Karte auch sehr leicht drehen. Man sieht hier ganz schön, ja nicht ganz schön, halbwegs schön, oben ist der eine Version eines unserer beiden Vektorrenderer, unten sind Kacheln. Der Detailgrad ist schon relativ gut, was zurzeit noch fehlt, sind einige Beschriftungen und dergleichen. Man kann es aber schon sehr gut benutzen und die Datenmenge ist um ein Vielfaches kleiner. Zurzeit sind sogar 2 Vektorrenderer in Arbeit, wir wissen noch nicht, welcher als erster sehr gut benutzbar ist. Einer läuft ziemlich schnell, fehlt noch ein bisschen Detail. Der andere ist relativ langsam, hat dafür alles Detail schon drin. Mal schauen, was sich da als erstes von gut durchsetzen wird. Fahranweisungen waren ein weiteres Feature, was natürlich viele Leute wollten. Zu Fahranweisungen kann man nie viel sagen. Wenn man sie hat, freuen sich die Leute und jammern darüber, dass sie schlechtere Qualität haben. Gutes Beispiel ist bitte wenden. Wenn man sie nicht hat, werden sie gefordert. Es hat relativ viel Arbeit gebraucht, halbwegs vernünftige Fahranweisungen zu generieren und wir sind lange noch nicht fertig. Sie sind noch in keinem Zustand, dass zum Beispiel Sprachausgabe gewährleistet ist oder gar eine Ansage, dass man demnächst einen Abbiegevorgang machen müsste. Aber das sind alles Sachen, an denen wir noch arbeiten und die für die nächste, übernächste Version im laufenden Jahr geplant sind. Ein sehr großer Schritt, über den ich erstaunlicherweise dieses Jahr noch gar nichts gehört habe, war das neue Binärformat für OpenStreetMap-Daten. Ich war sehr erfreut, als es im letzten Jahr dazu kam, dass das ordentlich definiert wurde und sich verbreitet hat und bin den Leuten von GeoFabric sehr dankbar, dass sie dieses Format recht früh unterstützt haben. Was ist dieses PBF-Format? Es ist ein Format, was Google Protocol-Buffers benutzt, um alle Daten, die normalerweise in der XML-Datei sind, die exportiert wird, binär abzuspeichern. Dies ermöglicht es, die Daten ungefähr mit Faktor 10 schneller zu verarbeiten, als es vorher möglich war,
was gerade für Entwickler sehr angenehm ist, wenn man irgendwelche Bugs sucht und dergleichen die Daten mal wieder importieren muss und nicht eine halbe Stunde auf den Deutschland-Import wartet, sondern halt nur 2 Minuten. Die Dateien sind auch um einiges kleiner und es war sehr angenehm, mit diesem Format zu arbeiten. Monarch war in der Tat sogar eines der ersten Programme, was dieses Format unterstützt hat. Also jedem Entwickler, der hier im Raum sitzt und mit OpenStreetMap-Daten gerne arbeitet, ich lege ihm nur ans Herz, unterstützt dieses Format, ist nicht viel Aufwand, nicht viel mehr als das XML-Format und es lohnt sich wirklich. Dann gab es Anfragen, Monarch zu benutzen von LGPL-Software. Monarch selber ist unter der GPL V3, deswegen nicht ganz kompatibel mit LGPL-Software. Also haben wir uns entschieden, Monarch als Hintergrunddienst anzubieten. Der läuft da im Hintergrund. Der Dienst selber ist unter GPL V3, aber die Schnittstelle steht unter LGPL, sodass LGPL-Programme ohne Probleme das schnelle Routing von Monarch benutzen können. Ein sehr prominentes Beispiel hier ist Mabel aus der KDE Suite, über das wir morgen, glaube ich, noch einen Vortrag hören werden, das inzwischen auf dem N900 auch Offline-Routing unterstützt, mithilfe von Monarch-Daten. Natürlich gab es noch Unmengen weitere Verbesserungen, ob es nun der Support von internationalen Charakteren ist oder simplifiziertes Chinesisch oder viele andere Sachen, auf die will ich im Detail gar nicht eingehen. Es sei nur gesagt, dass wir um Mai rum wahrscheinlich die nächste Version releasen werden. Es ist schon zurzeit eine Beta-Version verfügbar. Wer auch immer sich traut, mit Beta-Version umzugehen, kann das gerne ausprobieren. Einfach runterladen. Für Entwickler sei gesagt, der Routing-Dienst ist halbwegs einfach zu benutzen. Wenn Sie Interesse daran haben, einfach ausprobieren. Und wer Interesse hat, an Monarch mitzuwirken, wir suchen immer gerne noch fleißige Mitentwickler, Helfer, Tester und dergleichen, sind auch noch ein relativ kleines Team. Und ich will an dieser Stelle meinen beiden Mitentwicklern herzlich danken. Das ist der Christoph Eckert, der hier im Raum ist, und zusätzlich noch der James Hollinghead, der sich hauptsächlich um den Vektorrenderer kümmert. Okay. Damit übergebe ich das Wort an den Dennis. Ja, hallo. Ich werde jetzt im zweiten Teil über Open Source Routing Machine erzählen. Es ist eine serverbasierte Routing Engine. Hat ein anderes Einsatzgebiet als Monarch. Aber dennoch haben wir eine gemeinsame Basis mit Monarch, nämlich große Teile des Routing-Codes sind identisch, sind damals von Christian in das Projekt mit reingeflossen und weiterentwickelt worden. Es ist eine schnelle Routing-Engine. Wenn jetzt hier weniger als 100 Millisekunden stehen, dann ist das so eine magische Schallmauer, die man bei einem Online-Webservice immer haben möchte. Nämlich, also die Routen... Die Route selber wird in weniger als einer Millisekunde berechnet für beliebig große Kartendaten, also auch für einen Planet. Was dann relativ lange dauert, ist das Ganze übers Internet zu übertragen zum Client hin. Und damit der Benutzer eine gute Bedienung sieht, möchte man das Ganze in weniger als 100 Millisekunden transferieren. Also die Routenberechnung ist auf einmal nicht mehr der Flaschenhals, sondern was wirklich der Flaschenhals wird, wird die Beschreibung zu berechnen und das Ganze zu übertragen. Was OSRM nicht hat, ist eine GUI. Das ist eine reine Serveranwendung erstmal, die man über HTTP abfragen kann, die man relativ leicht, weil es ein passbares XML-Format ist, das es ausspuckt, in seine eigene Anwendung einbauen kann. Dazu werden wir aber gleich nochmal kommen. Jetzt der Aufbau. Wir sind im Moment bei knapp 6000 Zeilen C++-Code. Also es hat schon einen relativ großen Umfang. Vielleicht abschreckend für den einen oder anderen, der sich in C++ auskennt, aber auch hier Mitstreiter jederzeit willkommen. Ein paar Zahlen, die man liefern kann, ist, im letzten halben Jahr ist das Ganze 900 Mal runtergeladen worden. Sowohl die Entwicklungsversion aus dem SVN, als auch die Tarballs aus dem Release. Das ist exklusive der Downloads, die durch Entwicklung passiert sind, also wirklich von Leuten, die sich das angeschaut haben. Was wir auch hatten im letzten Jahr, waren etwa 200 SVN-Commits, also da wird dran gearbeitet.
Und was wir planen, ist etwa alle 6 Monate ein neues Release zu haben, was sich featuretechnisch stark absetzt von dem vorherigen Release. In der Regel ist die Version aus dem SVN aber benutzbar. Wenn wir uns jetzt die letzten 12 Monate mal anschauen, dann sehen wir, also vor einem Jahr etwa haben wir Christian und ich einen Vortrag gehalten auf der Foskis, wie funktioniert schnelles Routing, wie kann man das benutzen. Was dann folgte, waren 3, 4, 5 Monate Entwicklung, die dann im Juli letzten Jahr zur State of the Map im ersten Release mündeten. Kurz danach hatten wir dann auch eine Webseite und dann folgte erstmal wieder eine Entwicklungsphase, wo eine Menge Bugfixes rausgeworfen wurden. Also was sehr interessant ist, es haben sich eine Menge Leute direkt per Mail gemeldet und gesagt, ich habe diesen oder jenen Fehler gefunden, dieses oder jene funktioniert noch nicht. Und da kam erstmal eine große Bugfix-Periode, was dann irgendwann dazu führte, dass also das Planet-File ja ab Herbst letzten Jahres zu parsen war. Wir sind jetzt im Moment bei unter einer Stunde das Planet-File zu bearbeiten, das heißt erstmal das Straßennetzwerk da zu extrahieren, plus 2 Stunden etwa noch weitere Daten vorberechnen, also man könnte quasi alle 3 bis 4 Stunden ohne Probleme in so einem Routing-Dienst den Planeten aktualisieren. Dann kamen einige Dinge, die wir anfingen zu unterstützen, das HTTP-Protokoll, dann PBF-Support, da hat Christian eben schon drüber erzählt. Das ist sehr gut gewesen, dass das zu der Zeit kam, weil es wirklich ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem XML ist, was Geschwindigkeit betrifft, was Speicherplatz betrifft. Und auch ich kann nur jedem ans Herz legen, das PBF-Format in seinen eigenen Tools zu unterstützen. Auch hier danke an die Geofabrik für den Download-Server. Die hatten relativ frühzeitig schon die Extrakte, die sie anbieten, als PBF. Ja, irgendwann Anfang dieses Jahres kam dann eine eigene Webseite hinzu. Wir haben dann Fahranweisungen bekommen, dann noch ein paar andere Features, die jetzt hier gar nicht so groß aufgezählt sind. Irgendwann vor ein paar Wochen kam dann die Version 0.2. Jetzt haben wir wieder die Foskis und die Hoffnung ist, dass im nächsten Jahr wieder so ein Zeitstrahl zu zeigen ist und dann wieder jede Menge Features mehr, die dazukommen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer in die Neuerungen eingehen, klar, hatte ich eben schon erwähnt, der PBF-Support. Was wir haben, ist eine erste Version von Fahranweisungen, was sehr interessant ist, weil Fahranweisungen, würde man erstmal meinen, ist relativ simpel, aber Christian sagte das eben schon richtig, da sinnvolle Fahranweisungen zu generieren, ist teilweise eine Wissenschaft für sich. Da springt so ein bisschen, also der springende Punkt ist, dass hier mehrere Dinge zusammenkommen. Zum einen muss man irgendwie schauen, dass man aus 10.000 Anweisungen für jeden klitzekleines Segment von einem Way wegkommt. Zu sinnvollen Fahranweisungen, so 30 bis 40 reichen in der Regel aus für beliebig lange Routen. Wer sich mal bei einem der Anbieter im Internet Fahranweisungen runtergeladen hat, wird sehen, dass das sehr, sehr wenige sind, auch für sehr lange Routen. Und da kann man noch sehr viel machen. Was auch hinzugekommen ist, was sehr interessant ist, jede Menge mehr Einstellungsmöglichkeiten. Da wir hier ein Programm haben, das auf dem Server laufen soll, ist es wichtig, wie viel RAM will ich benutzen, wie viele Threads. Das heißt, wir haben jetzt Prozessoren, die bekommen immer mehr Kerne. Wie viel von denen will ich dann benutzen? Was drastisch runtergegangen ist, ist der RAM-Verbrauch. Also man kann den Planet mit 64 GB vorberechnen und braucht dann eine 32 GB Maschine im Moment, um dort alle Daten laufen zu lassen. Mit so einer Maschine kann man dann je nach Internetanbindung in der Minute also eine 4-stellige Anzahl an Routenabfragen abfackeln. Das funktioniert also wirklich sehr gut. Für Interessierte, es gibt eine eigene Webseite, wer sich das angucken möchte. Ein paar Worte noch zur Verarbeitung des Planet-Files. Wie ich eben schon gesagt habe, also das Straßennetz kann man in etwa 45 Minuten extrahieren. Die Vorberechnung der Routing-Daten dauert ungefähr 2 Stunden. So kommt man dazu, dass man 5-mal oder so am Tag also quasi Daten aktualisieren könnte für einen allgemeinen Routing-Service und immer aktuell sein. Also was allgemein übrig bleibt, wir sind im letzten Jahr schneller und besser geworden und verbrauchen dafür auch noch weniger Ressourcen. Ich habe vorhin schon erzählt, die Ausgabe ist ein leicht passbares XML. Es soll eigentlich KML sein.
Da KML aber je nach Quelle unterschiedlich definiert ist, kann das dann auch durchaus mal abweichen. Was man auf dieser etwas unübersichtlichen Folie sieht, ist, im oberen Teil hat man Fahranweisungen und im unteren Teil kriegt man die Geometrie von der Route übertragen. Und da wir keine GUI haben, ist jeder, der das möchte, willkommen, es einzubauen und anzuzeigen. Es ist ein leicht verständliches Format. Durch eine einfache HTTP-Abfrage kann man an diese Daten kommen, kann die in seine eigene Anwendung einbauen. Wir hoffen dadurch auch eine Menge Rückmeldungen zu bekommen. Was kann man jetzt noch besser machen? Was sind Features, die Benutzer möchten? Was sind Features, die Entwickler möchten? Also da ist es dann auch sehr interessant, Feedback zu bekommen. Es ist eine Demo im Web verfügbar, auch von unseren Freunden von der Geofabrik bereitgestellt. Und da läuft ein Extrakt von Westeuropa. Und die Routenberechnung ist super schnell. Wir gucken uns das auch mal schnell an. Wir suchen uns einen Start bei Berlin und wollen jetzt meinetwegen nach Paris. Und was man sieht, ist, die Route ist im Bruchteil einer Sekunde berechnet. Die Verzögerung, die man gesehen hat, passiert eigentlich nur im Browser, der relativ lange braucht. JavaScript ist relativ träge, um das anzuzeigen. So, und wenn es jetzt ranzoomt, dann dauert das einen Moment, bis die Kacheln geladen wurden. Und dann sieht man also, wo man startet, und dann kann man sich den Startpunkt also auch wählen, sagt, ich wohne jetzt meinetwegen hier in der Nähe des Oranienburger Tors, starte auf der Kante und ist gar kein Problem, da zu starten. Also die Anwendung an sich, die Serveranwendung wäre jetzt schnell genug, um auch so fortgeschrittene Features zu haben wie ziehbare Routen, dass man meinetwegen einen Teil der Route hier markieren könnte und dann direkt mit dem Mauszeiger die Route mitwandern würde. Das ist jetzt im Moment noch nicht implementiert, aber wird sicherlich zu einer bestimmten Zeit irgendwann kommen. Kleiner Ausblick noch auf die nächste Version. Wie gesagt, wir haben jetzt vor 4 Wochen ungefähr den Release gehabt. Also in 5 Monaten ist mit dem nächsten zu rechnen. Was da große Features werden, ist, dass wir Abwiegeverbote haben. Die Hoffnung ist, dass man irgendwann ein sogenanntes Self-Hosting-JavaScript hat. Also im Moment braucht man noch einen zusätzlichen Apache-Server für die Web-Anbindung, dass man davon irgendwann mal wegkommt und OSRM selber quasi die JavaScript-Komponenten anbietet zum Runterladen, die man braucht, um darauf zuzugreifen. Und was jetzt noch relativ kurz hier beschrieben ist, ein Plugin-System, dass also andere Entwickler ein Modul entwickeln können, die sich gar nicht mehr rumschlagen müssen mit, wie mache ich Routing, sondern eher wieder auf die Feature-Seite kommen. Was mache ich aus der Möglichkeit zu routen, alles an Features, und die dann relativ leicht dagegen ein Modul entwickeln können, was man dann mit starten kann. Bisschen weiter irgendwann die Feature-Glaskugel, was danach angedacht ist. Ich denke, einiges davon wird vielleicht im nächsten Jahr auf der FOSCIS schon fertig sein, dass wir anpassbare Metriken haben. Also im Moment unterstützen wir Autos. Was man dann irgendwann haben möchte, ist wahrscheinlich Fußgänger und Radfahrer. Und mit den 3 Metriken wird man wahrscheinlich 99,99% aller Anfragen schon direkt bedienen können. Was so ganz in ferner Zukunft ist, dass man sich selber das so ein bisschen zusammenklicken kann, sagt, naja gut, also ich bin jetzt mit dem Fahrrad unterwegs, aber ich bin ein schneller Fahrradfahrer in der Stadt und ein langsamer Fahrradfahrer auf dem Land, warum auch immer, und sich das so ein bisschen anpassen kann, man soll sich das personalisieren können. Was auch interessant sein wird, wird Alternativrouten sein. Wenn ich jetzt von Frankfurt komme und nach Heidelberg möchte, welche Möglichkeit gibt es zu fahren? Gibt es eventuell eine Alternative, die Sinn macht? Ich meine, es gibt 2 Autobahnen, glaube ich, die A5 und die A67, die sehr parallel sind, mit denen man hierher kommen kann. Ich hatte vorhin erwähnt, wir haben ungefähr 2 Stunden Vorberechnungszeit. Das soll gedrückt werden, indem man das verteilt auf ein Cluster von kleinen Maschinen. Und was interessant ist, sind so Rundreisen. Also ich bin jetzt in Paris, klicke mir diese 5 Landmarken an, die ich besuchen möchte, und kriege direkt eine Rundreise rausreintegriert mit Fahranweisung. Dankeschön. Wenn Fragen sind. Okay, vielen Dank erstmal. So.
Ja, hallo. Inwiefern kann ich denn die dritte Dimension beim Routing berücksichtigen? Weil gerade als Fahrradfahrer interessiert mich das ja schon, ob ich von A nach B über den Berg muss oder ob ich eben auf der Ebene bleibe. Als Autofahrer ist das höchstens vom Spritverbrauch her vielleicht interessant, aber selbst da, sage ich mal. Da macht es nicht so viel aus beim Auto. Beim Auto geht es ja eher um Zeit. Die dritte Dimension, ja, das ist ein bisschen schwierig. Die Daten geben das nicht unbedingt her. OSM hat es nicht, aber ich sag mal. Ja, es gibt diese SRTM-Daten, die haben, glaube ich, 50 Meter Auflösung. Irgendwie sowas in Pi mal Daumen. Ich denke, dass man die damit verheiraten könnte. Das wäre also technisch nicht schwierig. Man müsste es wohl nur machen. Ja. Okay, das heißt, es müsste irgendwo in die Datenaufbereitung mit rein. Genau, genau. Und machbar wäre es, also ist eine gute Idee. Ja. Hallo Dennis, Christian. Ihr sagtet vorhin, dass das Berechnen der Route mittlerweile so schnell geht, dass eigentlich der Großteil der Zeit nur für das Zusammenpacken der Route mit einer Beschreibung und übers Internet schicken drauf geht. Für so Routenlogistik-Optimierungsanwendungen wäre es manchmal voll praktisch, wenn man sich einfach nur die Distanz geben lassen könnte. Ja. Wenn man dann oft irgendwie für so 20 mögliche Sachen sich die Distanzen holt, dann ein bisschen lokale Optimierung macht und dann nur für eine Route am Schluss die ganze Route haben will. Gibt es sowas schon oder ist das geplant, dass so also ich gibt mir nur Hause, die Distanz? Ich habe es zu Hause bei mir. Ja? Ja. Cool. Aber dass du eine Distanztabelle rauskriegst für eine Anzahl Ziele. Distanztabellen sind relativ einfach zu berechnen, auch relativ zügig. Also da kriegst du in unter einer Millisekunde so 100 mal 100 Distanzen. Echt? Ja. Abgefahren. Aber das ist noch nicht Aber wie gesagt, da dauert dann wieder die Verpackung und dann sind es doch wieder 100. Also. Okay. Ja, da müssen wir nachher nochmal uns unterhalten. Ja, klar. Ja. Danke. Das Monav in welcher Programmiersprache ist das programmiert? Bibliothek? Das ist zurzeit in C++ und Qt gehalten, komplett. Das heißt, es läuft zurzeit auf Windows Mobile, Maemo und demnächst auf Android und Symbian, sowohl als Linux und Windows. Mit Android dann diese Portierung, diese Qt-Portierung? Genau. Sorry, nochmal kurz. Ist auch angedacht, vielleicht nur die Routing-Logik von Monav als irgendwie Android-System-Service zur Verfügung zu stellen? Also das jetzt auch nicht Qt? Also der Routing-Dienst, den ich erwähnt habe, der benutzt Qt, aber er ist quasi nur die Routing-Komponente. Okay, das also heißt, man gibt dem zwei GPS-Koordinaten, eine Map und sagt, wie man routen will und der spuckt dir eine Route aus. Okay, also man braucht die Qt-Libraries für dieses Flash-Zugriff, oder? Man braucht auf jeden Fall die Qt-Libraries, ja. Okay, und dann ist es aber... Ist komplett portabel, zurzeit enthält es nur sehr wenig systemspezifischen Code und der ist komplett für Maemo. Das heißt, alles andere, wenn Qt draufläuft, sollte Monav drauflaufen. Und das war auch das, wo du vorhin sagtest, dass das GPL nicht mal ansteckend ist dann. Das was, bitte nochmal? Dass GPL nicht übergreift viral. In dem Fall ist das Interface LGPL. Aha. Das heißt, solange deine Anwendung unter LGPL steht, sollte das kein Problem sein. Super, danke. Moin, nicht nochmal. Ich habe die Frage, wie ihr mit Plätzen umgeht. Im Moment noch gar nicht. Okay. Die zweite Frage, wie habt ihr das Straßennetz optimiert? Was für Optimierung habt ihr da durchgeführt? Du denkst jetzt an diese zweistündige Vorberechnung. Genau. Ja, was man bei dieser zweistündigen Vorberechnung macht, ist eine algorithmische Vorberechnung, die versucht, die natürliche Hierarchie, die so ein Straßennetzwerk hat, nachzuempfinden. Also da geht es darum, wenn man jetzt genügend weit wegfährt, dann fährt man eigentlich immer auf eine Autobahn bis kurz vors Ziel und dort runter. Das ist eine Idee, die auch viele Heuristiken verwenden. Was bei uns allerdings der Fall ist, ist, dass das exakte Routen sind.
Also das ist immer die kürzeste Route. Das ist nicht einfach nur Pi mal Daumen mit einer Heuristik geraten. Und ja genau, Contraction Hierarchies ist das Stichwort für den Algorithmus. Ja. Und sonst keine Optimierung sowie eine weitere Aufteilung der Straßen und okay. Nein. Ja. Dennis und Christian, vielen Dank als erst für den Vortrag. Ich kann jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also die Performance ist wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Vielleicht kann Dennis nochmal genau dazu was sagen, was das bedeutet. Der Speicherverbrauch. Also die Problematik ist ja, oder das Schöne ist ja, ich will unter Umständen ja nicht nur Auto, das Schnellste, sondern ich will vielleicht auch einen Fußgänger und ein Fahrradnavigation oder Routenplanung. Könntest du vielleicht da nochmal genau was zu sagen, was da zu beachten ist? Weil das ist ja schon dann, ich sag mal, ein kleiner Nachteil bei der ganzen Geschichte. Ja, guter Punkt, den du da erwähnst. Also es geht darum, wir haben ja eine zweistufige Vorberechnung. Einmal das Straßennetzwerk extrahieren. Das heißt im Grunde, welche der Ways, die in den OSM-Daten hinterlegt sind, kann ich also mit meinem Fahrrad, meinem Auto, mit meinen Füßen betreten. Und für jedes Fortbewegungsmittel muss man dann den zweiten Schritt der Vorberechnung nochmal machen. Das ist, wie du richtig sagst, im Moment so ein bisschen der Pferdefuß da dran, dass man zum einen eine zweistufige Vorberechnung hat, zum anderen Zeit und Speicherplatz investieren muss, denn jede Fortbewegungsart kostet quasi extra. Das ist aber ein Punkt auch, an dem wir arbeiten. Also das ist, vielleicht kann ich da nächstes Jahr mehr zu erzählen. Ja. Okay, sehr gut. Wir hätten noch Zeit für eine kleine Frage. Gibt es noch eine? Die bezahlen meine Reise hier, für die arbeite ich. Die Frage war, warum da Nokia draufsteht. Und die Antwort ist, die bezahlen die Reise her. Ich arbeite zurzeit für Nokia. Und deswegen steht der Name als Sponsor für diesen Vortrag damit drauf. Und sind da Planungen bei Nokia, irgendwie was mit OSM zu machen? Oder ich fürchte, da kann ich zurzeit nicht drüber reden. Okay, dann danke euch für den Vortrag und danke für die vielen Fragen in der Session. Dann war es das für diese Session. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause und dann geht es weiter in diesem Raum mit drei weiteren Vorträgen über